Sehr geehrte Frau Stadtverordnetenvorsteherin, meine Damen und Herren, dieser Antrag befasst sich mit Dingen, die noch gar nicht entschieden sind und die uns möglicherweise auch nie betreffen. Und wenn Sie meinen, Sie könnten solche Probleme, wie sie hier auf ein Niveau gebracht werden sollen, wie bei einem kommunalpolitischen runden Tisch lösen, das kriegen Sie nicht hin. Das ist nämlich ein anderes Kaliber. Das ist viel zu groß für uns, meine Damen und Herren. Das ist die Zusammenlegung eines riesigen, titanischen Regelwerks, das sich nur nebenbei mit Nahrungsmittelsicherheit, nebenbei mit Verbraucherschutz, nebenbei mit dem Zugang zu Dienstleistungen und nebenbei mit Investitionsschutz und ganz nebenbei mit der kommunalen Selbstbestimmung vielleicht befasst. Das gibt den größten Markt der Welt. Und dieser Markt, der wird Werte generieren. Für uns auch. Und es wird uns gut gehen. Und wenn Sie meinen, es könnte uns schlecht gehen, dann warten Sie doch erst einmal das Ergebnis ab. Und wenn Sie von fehlender Transparenz reden, dieser Heilsformel, dieser demokratischen Heilsformel, es muss doch nicht alles transparent sein in diesen schwierigen Anfangsverhandlungen. Da kann doch nicht irgendein Stadtverordneter oder eine ganze Stadtverordnetenversammlung dabei sein wollen. Wir haben doch andere Aufgaben hier. Und nicht so Kokolores auf Deutsch gesagt. Wir müssen für unsere Bürger da sein. Das sind Sachen, die uns angehen und nicht für irgendetwas, das irgendwann passieren könnte. Also das ist unseriös. Und es ist auch ein bisschen größenwahnsinnig, mit Verlaub gesagt. Wir stimmen diesem Antrag nicht zu.